Es steht Großes bevor im Sportforum Hohenschönhausen. Wieder geht es natürlich zum Judo. An diesem vergangenen Samstag bereitet man sich hier auf gleich zwei Turniere vor. Gefreut werden darf sich auf den Jugendpokal der U14 und U18 sowie die Berliner Einzelmeisterschaften der Männer und Frauen 2018. Ja, heute finden die drei Veranstaltungen gleichzeitig statt. Einerseits die Mannschaftswettbewerbe, nämlich der Jugendpokal der U14 und U18, männlich und weiblich. Die ersten drei Plätze qualifizieren sich für den deutschen Jugendpokal in Senftenberg. Zusätzlich finden dann noch die Berliner Einzelmeisterschaften der Männer und Frauen statt. Hier werden dementsprechend dann die Berliner Meister und Meisterinnen gekürt. Für die U14 und U18 der zahlreich angetretenen Vereine geht es auf die Matten. Shidosha, PSV Olympia und der SC Bushido sind nur einige der vertretenen Dojos. Bei den Jungs der U14 stehen sich zuerst Shidosha und der PSV Olympia gegenüber. Es sieht erst gut aus für die jungen Männer gelb, doch die gewohnte Leistung kann nicht ganz erzielt werden. Mit 2:3 müssen sie sich geschlagen geben. Auch gegen den SC Bushido sieht es nicht besser aus. Shidosha hat hier noch weniger Chancen. Sie müssen sich mit einer Niederlage von 1:4 zufrieden geben. Am Ende geben die Jungs von Shidosha im Kampf um den dritten Platz nochmal alles. Zunächst können sie auch durchaus punkten, doch die Konkurrenz will den Sieg ebenso sehr. Die Judoka vom Judo Club 03 erringen mit 3:2 einen verdienten Sieg und damit einen Platz auf dem Treppchen. Im Finale wird es nochmal richtig spannend. Der SC Bushido steht dem Polizei-SV gegenüber. Bei tosendem Applaus wird hier gekämpft. Markus Volz vom SC Bushido ist schon von seinem Sieg überzeugt, da belehrt ihn der Kampfrichter eines Besseren. Ohne Verzögerung probiert er es noch einmal und sichert seinem Verein mit einem schnellen zweiten Wurf den Titel. Ja, ich fand das Turnier heute sehr erfolgreich. Es hat mir Spaß gemacht. Ich fand das Teamwork von unserem Team souverän und ja, ich glaube, wir sind alle stolz auf uns. Auch bei den Mädchen gab es spannende Kämpfe, wie zum Beispiel das Aufeinandertreffen des SC Berlin mit dem PSV Olympia. Die jungen Damen der U14 schenkten sich hier verhältnismäßig wenig. Der Kampf ist ausgeglichen. Am Ende geht der PSV Olympia jedoch als Sieger mit 3:2 von der Matte. Für den ersten Platz gereicht hat es jedoch nicht. Kaizen Berlin steht auf dem Treppchen. Die Mädchen vom PSV Olympia müssen sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Den dritten Platz teilen sich die Judoka vom SC Berlin mit denen vom SC Bushido. Bei den Jungs der U18 glänzte der SC Berlin direkt von Anfang an. Die Jungs trafen auf die Judoka des Shidosha Dojos ohne Widerstand. Gelingt es den Jungs vom SC Berlin, das Aufeinandertreffen mit 4:0 für sich zu entscheiden. Sie liefern dabei einige der schönsten Momente des Tages. Die Steglitzer von Randori sehen sich mit den Judoka des SC Bushido konfrontiert. Zunächst geht alles nach Plan, dann treffen sie auf leichten Widerstand, doch sie geben nicht auf. Ein gekonnter Wurf und Randori sichert sich das 3:2. Danach geht es gleich wieder gegen die Jungs von Shidosha auf die Matte. Auch hier können die Judoka von Randori überzeugen. Widerstandslos beenden sie das Aufeinandertreffen mit 4:0. Shidosha scheint nicht in Form zu sein. Nach Auswertung der Kämpfe ist der neue rechtmäßige Titelverteidiger der SC Berlin. Der Polizei-SV belegt den zweiten Platz. Über den dritten Platz freuen dürfen sich die Judoka von Randori. Bei den folgenden Berliner Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer ist die Anzahl der Teilnehmer recht übersichtlich. Juliane Kräuter von der SG Einheit Pankow hier in blauer Robe trifft auf Lelialia Kohlmann vom EBJC. In ihrer rechtmäßigen Gewichtsklasse von bis 57 Kilogramm hat sie nur eine Begegnung zu erwarten. Kräuter kann überzeugen und wandert auf den ersten Platz des Treppchens. In der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm steht Nathalie
Gandor vom BC Samurai Berlin mit Dorina Moll vom SC Lotus Berlin. Auf der Matte schwierig, wirkt der Kampf nicht. Ziemlich schnell bringt sie ihn zu Ende. Ein gekonnter Wurf und der Meistertitel ist sicher. Ja, also mein Tag war eigentlich entspannt. Ich hatte ja nur einen Kampf. Und ich kannte meine Gegner auch schon, deswegen war das klar, welche Auslage wir kämpfen etc. Und ich habe schon mit dem Sieg gerechnet. Yannick Fabian Matthies trifft in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm auf Mohamed Wanli. Matthies vom SV Berlin 2000 scheint mit der Begegnung keine Probleme zu haben. Lässig entscheidet er den Kampf gegen Wanli vom BC Randuri für sich. Auch die nächste Herausforderung meistert er geschickt. Den Sieg gegen Nicolas Kroppenstedt vom BC Samurai lässt er sich nicht nehmen. In seiner Gewichtsklasse steht ihm nun nur noch ein Kampf bevor. Gegen seinen Vereinskameraden Arian Hellfugt geht es jetzt nämlich auf die Matte, ein Kampf unter Freunden. Gewissermaßen zunächst gibt es ein Hin und Her, beide wollen nicht so recht. Gegen Ende dann ein starker Wurf seitens Matthies. Hellfugt fliegt über seine Schulter direkt auf die Matte. Dieser ist nach dem Kampf jedoch mit seiner Platzierung durchaus zufrieden. Ja, leider muss ich sagen, ein bisschen wenig Teilnehmer für den heutigen Tag. Hab mir mehr erhofft. Ja, mit 3 Kämpfen, 2. Platz ist in Ordnung. Besser wären natürlich 4 oder 5 Kämpfe, daraus lernt man halt. Ja, der 2. Platz gegen meinen Teamkameraden verloren, ist halt so. Aber trotzdem eine Menge Spaß gehabt heute, trotz alledem. Und ja, kann man eigentlich dieses Turnier immer gerne weiterempfehlen für alle Sportler, die in Berlin dann irgendwann nochmal älter werden, also in den Männerbereich kommen, ist das hier immer eine ganz gute Sache.